Hallo liebe SVE-Fans und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe TV 11 Nachschuss. Für unsere Elf stand heute das erste Saar-Derby auf dem Plan. Gegen den FC Homburg gab es eine 0:3 Niederlage. Am heißesten Sommertag in diesem Jahr war unsere Elf nämlich auswärts gefordert, hier beim gastgebenden FC Homburg. Und wie Janine schon gesagt hat, nach 90 Minuten stand es 3:0 für die Gastgeber. Also ein bitterer Tag für unsere Elf und für das Team von Roland Seitz. Und Roland Seitz war es, der sich neben Lukas Kohler und unserem Keeper Dominik Trabant vor die TV11-Kamera begeben haben, wo Till Hust ein paar Fragen vorbereitet hatte. Viel Spaß mit einer neuen Folge TV11-Nachschuss. Lucky, 0:3 in Homburg. Dein Gesicht, würde ich sagen, spricht heute Abend Bände. Das ist schon sehr hart, was heute Abend passiert ist, oder? Ja, also wie wir uns heute präsentiert haben, das geht so nicht. Es ist ein Derby. Aber unabhängig davon haben wir überhaupt kein gutes Spiel gemacht. Wir sind nie reingekommen, sind nur hinterhergelaufen, waren nicht in Zweikämpfen und dafür kannst du dich eigentlich nur entschuldigen heute. Vor dem Spiel hat es geheißen, ihr wollt das, was ihr letzte Woche falsch gemacht habt, heute besser machen. Warum hat es nicht geklappt? Ja, weil wir heute genau dieselben und dann noch andere Fehler gemacht haben. Also ich denke, wie gesagt, wir sind nicht gut reingekommen, waren nicht griffig in den Zweikämpfen, haben Homburg viel zu viel spielen lassen. Nach der Trinkpause haben wir ein bisschen was umgestellt, haben ein bisschen was angesprochen. Da war eine Viertelstunde, die ganz gut war. Aber dann auch in der ersten Halbzeit schon so viele individuelle Fehler, wo wir den Gegner eingeladen haben. Und in der zweiten Halbzeit wurde es dann halt bestraft. Du hast letzte Saison miterlebt, da war es ein ähnlich schwieriger Start, ein ähnlich schlechter Start. Jetzt haben wir eigentlich dieselbe Situation wieder. Aus 3 Spielen 1 Punkt. Was sagst du da als erfahrener Spieler? Was muss die Mannschaft jetzt tun? Was muss das Umfeld tun? Ja, das ist frustrierend. Ich meine, jeder weiß und jeder sagt es immer, wir haben eine geile Mannschaft, wir haben viel Potenzial in der Mannschaft. Aber das habe ich letzte Woche schon angesprochen. Wir können jetzt immer sagen, hätte, wenn und hätten wir die Tore gemacht und hätten wir in Offenbach gewonnen. Ja, aber wir haben 3 Spiele, wir haben 1 Punkt, wir haben Potenzial, aber wir rufen es nicht ab. Nach dem Spiel gab es ganz offene Worte mit den Fans. Was habt ihr da miteinander gesprochen? Ja, ich habe mich einfach entschuldigt. Ich denke, die anderen auch. Es ist ja nicht so, dass wir das Spiel nicht gewinnen wollten. Wir wollten es genauso gewinnen wie jeder Elversberger hier im Stadion. Aber ja, wir sind nicht in die Zweikämpfe gekommen. Dann sieht es immer so aus, als würdest du nicht kämpfen. Das ist nicht der Fall. Aber ja, wie gesagt, wir haben es entschuldigt für die Leistung, weil was anderes kannst du heute nicht machen und appelliert, dass sie weiter hinter uns stehen, dass wir Zeit brauchen und ja, dass es am Wochenende schon wieder weitergeht und dass wir dann Spiel gewinnen müssen. Du hast Samstag angesprochen gegen Stuttgart. Ist das jetzt schon so ein ganz wegweisendes Spiel? Ja, jedes Spiel ist jetzt ein wegweisendes Spiel. Wir haben den Saisonstart wieder katastrophal verpatzt. Jetzt läuft es der Musik wieder hinterher. Das ist genau dasselbe wie letztes Jahr. Das ist frustrierend, weil die Chance einfach riesig ist in dem Jahr. Und ja, wir lassen es einfach leichtfertig liegen aktuell. Danke dir. Dominik, du kannst einem nach dem Spiel heute in Homburg wirklich leid tun. 0:3 gegen Homburg. Sehr bitterer Abend für euch als Mannschaft, aber auch für den Verein. Kannst du schon Worte finden für dieses Ergebnis heute, für das Spiel? Schwierig. Ich glaube, dass wir einfach heute ein anderes Gesicht gezeigt haben wie in den anderen Spielen bisher. Haben bisher immer eine gute Mannschaftsleistung gehabt gegen Worms und gegen Offenbach auch. Und jetzt heute ein ganz anderes. Also weiß nicht genau, was ich sagen soll. Defensiv nicht gut und offensiv auch keine zweite Bälle gehalten. Irgendwie die spielerische Leichtigkeit, was in den ersten 2 Spielen da war, war überhaupt nicht da. Ja, dann verlierst du ein Spiel. Qualität im Kader ist auf jeden Fall da, du hast es angesprochen. Woran liegt es, dass die Automatismen einfach noch nicht greifen? Jetzt auch nach dem 3. Spiel 1 Punkt, was theoretisch zu wenig ist. Was müsst ihr da jetzt verbessern, auch im Hinblick auf Samstag gegen Stuttgart? Ein sehr wegweisendes Spiel jetzt. Ja, also Automatismen, die jetzt nicht greifen, würde ich gar nicht sagen, weil wir offensiv bisher die 2 Spiele gut gespielt haben. Ich glaube, da waren die Automatismen gut. Wir haben noch ein bisschen individuelle Fehler drin, also bei den ersten 2 Spielen jetzt heute war in der ganzen Mannschaft irgendwie eine geschlossene, keine gute Leistung da. Ja, was wir verbessern müssen, ich denke, also wenn man jetzt von dem Spiel ausgeht, alles, dass wir wieder besser zusammenspielen, dass wir wieder, das was ich alles gesagt habe, 2. Bälle halten, dass wir vorne die Dinger mal machen, dass wir geiler drauf sind, heute auch hat die Körperspannung meiner Meinung nach auch gefehlt vom Team, also wie gesagt, ich glaube, dass es 2 unterschiedliche Gesichter waren, die wir jetzt bisher gezeigt haben. Wenn wir davon ausgehen, wie wir die ersten 2 Spiele gespielt haben, müssen wir nicht viel verbessern gegen Stuttgart. Wenn wir von dem Spiel heute ausgehen, dann müssen wir alles verbessern. Wie gehst du mit so einer Situation als junger Spieler persönlich um? Ja, ich denke, ich gucke da auch ein Stück weit auf mich dann. Ich meine, Torwart ist eh immer ein bisschen was anderes. Da bist du auch ein bisschen auf dich gestellt. Wenn es gut läuft, bist du auf dich gestellt. Wenn es schlecht läuft, bist du auch auf dich gestellt. Ich denke, dass ich bisher also ein gutes Spiel gemacht habe, auch heute wieder. Und ja, wir müssen jetzt halt als Team besser noch zusammenarbeiten, zusammen wachsen auch noch und dann ist
zusammen da auch rausholen. Ne? Du konntest die drei Gegentore von hinten anschauen. Was ist da genau schiefgelaufen? Ja, ich denke, dass wir beim ersten Tor müssen wir einen Pass, der tief gespielt wird, verhindern. Dann kommt es zu der 1-gegen-1-Situation, wo ich eigentlich noch halten kann. Danach steht halt der Nächste noch frei. Ich denke, dass wir da einfach generell enger dran sein müssen in der letzten Linie. Und ja, enger dran sein halt. Das ist das, was ich meiner Meinung nach verbessern wird. Du warst nach dem Spiel auch noch mit den Fans am Zaun. Wie hast du die Situation wahrgenommen? Ja, Fans sind sauer, auch zu Recht, wenn man auf die Ergebnisse guckt. Wenn man auf das Spiel heute guckt auch, weil es ein schlechtes Spiel war von uns. Dahingehend verstehe ich die Fans, dahingehend, dass wir die ersten zwei Spiele gut gespielt haben. Ja, wir müssen halt die Punkte holen, das zählt jetzt im Endeffekt. Und da haben sie recht. Vielen Dank für die offenen Worte. Danke. Herr Seitz, der dritte Spieltag, 0-3 im Derby gegen den FC Homburg. Wie sehr schmerzt die heutige Niederlage? Ja, erstmal schmerzt die Niederlage, gewinnt, dass man spielt. Ne? In einem Derby schmerzt es noch mehr, weil man weiß, man kennt sich, mal kurze Wege und deswegen tut es schon sehr weh. Die erste Halbzeit, die zweite Halbzeit, wie würden Sie heute das Spiel insgesamt beurteilen? Ja, ich glaube, dass die Homburger einfach einen Tick aggressiver waren. Das waren die ersten 20, 25 Minuten, haben sie uns nicht ins Spiel kommen lassen, haben ihrerseits dann auch zwei, drei gute Chancen gehabt. Dann war eine Phase, wo ich glaube, wo wir den letzten Pass einfach nicht spielen und auch besser ins Spiel gekommen sind. Ja, da musst du einfach mal zuschlagen, haben wir nicht getan. Und in der zweiten Halbzeit war es dann ein bisschen umgekehrt. Da hatten wir, glaube ich, in der Anfangsphase so, ja, da haben wir Ballbesitz, auf einmal waren wir da, haben dann zwei, drei Möglichkeiten, die wir einfach nicht machen. Das ist halt so. Und am Schluss sind wir dann gnadenlos bestraft worden. Sie haben ja letzte Woche auch das Stichwort Belohnung angesprochen. Woran liegt es, dass die Mannschaft sich derzeit nicht belohnen kann? Ja, ich glaube, dass jetzt nach dem einen Punkt aus zwei Spielen erstmal Druck aufgebaut hat. Ja, jeder wusste, dass es hier auch sehr, sehr schwer wird. Und wenn der Fußballer im Kopf nicht klar ist, dann kann er auch seine Leistung nicht abrufen. Und ich glaube, dass hier einige heute einfach das nicht so auf die Reihe bekommen haben. Aber das müssen wir schnellstens ändern. Ja, müssen uns auf die Stärken konzentrieren, die Mannschaft zweifelsfrei hat. Und wenn wir das hinbekommen, werden wir unsere Spiele gewinnen. Druck hat sich aufgebaut, der Druck ist vielleicht heute nicht weniger geworden. Was muss die Mannschaft jetzt tun, was muss der Verein tun, um aus dieser Lage rauszukommen? Ja, das ist, wir müssen einfach mal ein Spiel gewinnen. Ja? Ich meine, die Mannschaft kann das ja, die ist ja auch in der Breite so aufgestellt, dass sie das Spiel gewinnen kann. Und das müssen wir am Samstag tun. Es sind wieder nur zwei, drei Tage, wo wir regenerieren, wo wir analysieren werden. Wir haben auch viele Spieler, die jetzt nicht gespielt haben und trotzdem auch eine Qualität haben. Und müssen mal gucken, welche Elf dann am Samstag auflaufen. Wie wichtig ist in so einer Phase auch der psychologische Faktor? Sie haben es angesprochen, es bleiben nicht viele Tage bis Stuttgart. Ja, dass es schnell wieder zu spielen ist, jetzt nicht so verkehrt, weil man dann das Ganze schnell wieder vergessen machen kann. Das andere ist natürlich so, dass wenn du selber weißt, du musst, ja, dann ist es immer schwierig. Aber wir werden die Jungs aufbauen, wir werden mit ihnen reden, warum, dass wir gewisse Sachen nicht hinbekommen. Und dann hoffen wir, dass wir die richtigen Entscheidungen am Samstag treffen, um den ersten Dreier einzufahren. Was erwarten Sie gegen Stuttgart für ein Spiel? Ja, es ist eine gute Mannschaft, die Fußball spielen kann. Letztendlich müssen wir da sehr eng dran sein, weil sonst werden sie uns ausspielen. Und wenn wir eng dran sind, die Zweikämpfe gewinnen, dann müssen wir natürlich gucken, dass wir dann im Umschaltspiel vorne mal das Ding reinmachen. So einfach ist das. Vielen Dank. Bitte.